Hallo und herzlich willkommen beim Wetterupdate der KW23 vom 3. Juni bis zum 9. Juni 2019 für den Großraum Deutschland. Der heutige Sonntag war ja schon mit bis zu 34 Grad sehr heiß und sonnig. Die neue Woche startet auch freundlich. Im Laufe des Vormittags ziehen aus Westen her Gewitter mit teils Hagel, Starkregen und Sturmböen auf. Dabei bleibt es im Osten des Landes nochmals trocken und sonnig. 19 bis 25 Grad werden an den Küsten erreicht, sonst sind es 28 bis 32 Grad. Im Raum Berlin-Brandenburg sind bis zu 34 Grad möglich. Am Dienstag bleibt es gewittrig und schwül bei Werten zwischen 20 und 33 Grad. Im Schwarzwald und im Nordosten bleibt es am freundlichsten. Der Mittwoch wird eher ungemütlich, immer wieder ziehen Gewitter durchs Land. Dabei werden 23 bis 36 Grad erreicht. Der Wind weht meist leicht aus süd- bis südwestlichen Richtungen, in Gewitternähe auch stürmisch. Der Trend. Donnerstag 17 bis 28 Grad freundlich, später erhöhtes Gewitterpotenzial im Osten. Freitag 20 bis 30 Grad, sonnig bis wolkig, in der Mitte und im Westen mögliche Gewitter. Am Samstag 20 bis 29 Grad, größtenteils freundlich, eventuell vereinzelte Gewitter im Westen und am Oberrhein. Am Pfingstsonntag werden 21 bis 31 Grad erreicht. Es zeigt sich bis jetzt auch von seiner guten Seite. Es bleibt nämlich überwiegend sonnig bis heiter oder leicht bewölkt. Das Orakel zur KW24 sagt bis jetzt, dass die ersten Trends dahin gehen, dass es nochmal ziemlich heiß wird. Denn in den Luftmassen so einen anderthalben Kilometer über unseren Köpfen wird ziemlich warme Luft aus der Sahara nach Mitteleuropa gedrückt. Und dabei werden die Werte in den Höhen um anderthalben Kilometer, so Werte um 24 Grad im südöstlichen und südwestlichen Raum Deutschlands erreichen. Und das heißt am Boden heiße Werte mit knapp 40 Grad Bodentemperatur, so dass am Pfingstmontag Werte zwischen 25 und 37 Grad erreicht werden können, am Dienstag 25 bis 39 Grad und am Mittwoch 27 bis 35 Grad. Danach soll es eigentlich auch erstmal wieder einen leichten Abgang geben, so dass am 13. Juni 19 bis 31 Grad, am 14. Juni 17 bis 28 Grad, am 15. 20 bis 26 und am 16. 21 bis 27 Grad erreicht werden. Ob das so sein wird, das werden wir erst nächste Woche erfahren, wenn es schon soweit ist. Wie gesagt, das sind die ersten Trends. Das kann sich noch ziemlich oft ändern, wo es auch die Woche überall Gewitter gibt. Gewitter auftreten, starke Regenschauer kommen. Das steht auch noch nicht fest, das wird sich erst klären, wenn die Gewitter herangetreten sind. Seid auf der Hut, seid vorsichtig, guckt immer mal in den Himmel. Man sieht sowas ja schon aus ziemlicher Entfernung. Und ich wünsche euch eine schöne Sommerwoche. Euer Cedric. Tschüss.